Willkommen zurück zu Bewegen Odyssey. Das ist dein Bewegen-Knopf im Gesicht. Nein. Vor allem willkommen zu Mario stirbt im Schnee. Wir schlafen einfach im Freien, weil so ein Parker reicht natürlich. Und dann landet noch ein Pinguin auf deiner Fresse. Ja. Cappy guckt schon ganz neidisch. Okay, wir sollten vielleicht erstmal hier vorne weiter gucken. Da ist nämlich so ein komischer Stein mal wieder. Ja. Können wir da ja nichts mit anstellen. Okay, dann nehmen wir den einfach nur als Steppstein und gucken erstmal ein bisschen weiter oben. Ja, Moment, da ist Peach. Ich wollte gerade sagen, Ketter Peach. Hier waren wir schon. Ja, da waren wir eben mit dem Kettenblaue Wolke. Ja. Lustigerweise haben wir gemacht. Ja, das hatten wir schon, in der Tat. Dann gehen wir mal nach vorne zum nächsten Teich. Schätze ich auch mal. Der nächste offensichtlich interessante Punkt, da ist nämlich unser guter alter Freund Clucky2! Yay! Angeln! Das, was du immer am liebsten tust, wie ich gehört habe. Ja, total. Ist ja eine total tolle Mechanik. Da vorne ist der große Fisch, den wir offensichtlich immer fangen müssen. Allerdings sieht er gerade deine Angel nicht. So, dieses Mal aber. Komm her, Fisch. Animal Crossing Style. Geschafft. Dann Mond. Pow! Angel im Gletscher. Und da Lucky2 hier vorne eingesperrt ist, war es das schon mit Lucky2. Tschüss, tschüss. Ja, bin ich auch sehr glücklich drüber. Da vorne ist der nächste Mond. Ein Part. So, ein Mondteil. Außerdem ein Bunny. Ein Herr Bunny. Haha, umgehauen. Her damit. Hoppeli hopp im Schnee. Pow! Jo. Ein Mond für dich. Und dann holen wir uns mal die lila Münzen, die hier oben drin sind. Da unauffällig. Vernichtet alles. Ja. Niemand mag Eiszapfen. Da vorne ist noch ein Stück Mond, den wir mal eben einsammeln können. Und ein weiteres Tickety-Tack-Turnier. Okay. Ich sehe mich nicht da. Sehr unauffällig. Ist auch nicht gerade eins der schwersten. Hüpf, 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 hüpf. Zack. Hüpf, hüpf. Und. Das macht's natürlich dann schwer. Okay. Das war natürlich ungünstig. Nochmal. Ich hätte es vielleicht nicht machen sollen, als ich genau auf der anderen falschen Seite bin. Du hast genug Zeit für das. Zup, 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 zup. Hüpf, zup, zup, zup. Und springen. Und dann. Polarland! Tic-Tac-Turnier 2! Ja. Den sehen wir schon eine ganz fiese Stelle in diesem Spiel. Aber gucken wir erst noch was anderes. Hier kommen vorne ist nämlich noch eine Tür. Nee, ist eine Tür. Ist aber eine Tür. Ist eine Cappy-No-Tür. Ist eine No-Cappy-Tür. Denn ich darf nichts tun. Derzeit nicht verwendbar. Na. Schauen wir uns mal um. Hier ist nichts, außer einem Abgrund. Ja. Und Münzen. Dann schlage ich einen solchen Long-Jump vor. Außerdem ein Gump-Arsch. Ja. Ja, dieses Eiswasser ist genauso kalt wie das draußen, das heißt, wir nehmen Schaden, wenn wir da zu lange drin sind, aber wir brauchen es halt als Kurzzeitaufzug, um hier weiter hochzukommen. Und wenn man eine Weile außerhalb des Wassers ist, wird man wieder warm, in Anführungsstrichen, sodass man wieder die gleiche Zeit ins Wasser zurück kann. Wenn man allerdings nicht lang genug wartet, dann bleibt ein bisschen was von dem vorherigen Frost, wenn man zurück ins Wasser geht. Jo. Man muss also aufpassen, dass man zwischendurch lang genug Pausen einnimmt. Soll ich ja meinen, dass es mit dem Parker dann auch länger geht oder so? Ist aber nicht so. Der warme Parker, aber nö. Gibt null Unterschied, je nachdem welche Klamotten man anzieht. Frost, die Frost. Ja, jetzt brauchen wir wieder das Eis hier vorne für den letzten Sprung. So. Und auch hier wieder ein Stück nach oben schwimmen. Ja, also mal sehr gefröstelt gerade. So. Oben was? Ja. Ja, wahrscheinlich nur die Unterseite von irgendwas. Ich wollte gerade sagen, da musst, ich glaube, du musst auf der anderen Seite hoch. Muss hier hoch. Gumba-Turm, ich würde dir ja gerne geben, aber. I cannot. Cannot do that. Problem gelöst. Tschüss, Gumba-Turm. Gefahr erkannt. Schnell, stopp den Aufzug. Gefahr gebannt. Aufzug für nichts verpasst. Ja, aber ich schaue halt noch ein bisschen rum. Ho. Komm so runter, Herr Aufzug. Waha! Wihi! Wuhu! Wuhu! So, und damit sind wir an einem unauffälligen Geheimort dieses Abschnitts gelandet. Und da ist auch schon der geheime Mond. Mond! Eiswasser auf der Decke!
Ja, macht total Sinn. Fliegendes Wasser. Hammer. Wenn das ein Super Mario Rom-Hack auf Super Mario World Central wäre, wäre er abgelehnt. Fliegendes Wasser geht nicht. Ja. Währenddessen in eigentlichen Mario spielen. Ja. Jetzt muss man natürlich noch nach unten. Nicht die ganzen... Nein, die Münzen! Die ganzen Münzen! Pow! Spring und schwimm im Eiswasser! Die Münzen! Wäre ich fast vom Rand runtergesprungen. Das war knapp. Wäre auch egal gewesen. Hätte dir auch nur weitere 10 Münzen gekostet, die du gerade sowieso nicht eingesammelt hast. Ja, eben! Wenn ich sie schon nicht einsammle, dann können wir uns erstmal noch diesen Mond hier schnappen. Holen. Während wir im Eis versinken. Klonk, klonk, klonk. So, dann müssten hier vorne irgendwo lila Münzen sein. Da vorne nämlich. Da sind sie. Schnapp sie dir. 4 Stück nur noch. Entweder eine Vierersammlung oder 2 Zweier. Sag mal, kannst du doch da dranhängen, dann tu das doch bitte auch. Der Typ wollen wir gleich sein, aber erstmal schätze ich mal, willst du hier hochklettern. Außerdem können wir uns mal in den Mond da schnappen. Ich glaube, da oben ist aber auch gar nichts drauf. Oder auch nicht. Oder ich meine auch nicht. Ich bin nicht ganz sicher. Ich meine da auch nur spaßenshalber mal hochgeklettert zu sein. Nachdem ich hier im Polarland schon so gut wie alles fertig hatte. Münzen! Münzen! Na, ich meine, es sind Münzen drauf. Nicht so richtig nützlich. Lass uns diesen Mond da holen. Willst du er sein? Jo. Sonst werde ich gleich ins Loch gepustet. Die Kamera einfach geändert, der Drecksack. So. Dann können wir mal eben den Mond da vorne klauen gehen. Und dann können wir Captain Wolke hier für seine Bestimmung losfliegen lassen. Mondstücke im Schnee. Ja, das kann ich Captain Blaue Wolke sein. Der kann nämlich auch was Lustiges für uns wegpusten, was wir brauchen. Ja. Diese beiden Kreise Wasser haben mich extrem verwirrt. Ich habe Cheep Cheep bis da ganz oben gebracht und ich ist nichts passiert. Ich auch. Aber sind wir da vorne 2 lila Münzen? Weil sie uns im nächsten Land eigentlich beigebracht haben, dass solche Vertiefungen für Cheep Cheeps heißen, du kriegst einen Mond. Ja. So, das war's dann noch mit dem Kerl. Jetzt haben wir eine Tür da vorne freigelegt. Ja, und das heißt, wir müssen Münzen gefunden. Irgendwo noch 2 Dealer Münzen sein. Vielleicht sind sie auch in der Tür drin. Kann natürlich auch immer sein. Bonk. Nix wie rein da. Eis. Slipper, Slipper. Ja. Ach, dieses total schwere Puzzle. Ja, es ist, hör mal. Das ist das schwerste Puzzle, das sie im gesamten Spiel eingebaut haben. Braucht man locker 20 Sekunden für. Na gut, einfach nur weil die Wolke so lang ist, braucht man länger. Ja. So, man schiebe zuerst dieses Ding nach oben, sei dann versaut. Nö. Ja, doch, jetzt brauchst du ungefähr 8 Schritte mehr. Das Puzzle braucht eigentlich nur 5 Schritte. Aber okay, es geht auch so relativ schnell. Dum-di-dum-di-dum. Dum-di-dum. Und auf dem etwas längeren Weg, aber auch okay. Geht auch recht schnell. Und Mond! Ich meine, es gibt nicht wirklich einen Grund, den Glaskasten drumherum zu machen, aber. Hä? Pow! Pusten und rutschen! Ein Mond für dich! Na. Ja, außerdem gibt es hier nichts in der Umgebung. Wah! Wah! Rutschig. Ist rutschig. Und das ist ein Gegner. Sup, nix mehr raus hier. Wunderbar. Ne. Mal keine geheimen Monde in dem Raum. Ja, ist ungewöhnlich. Ist es auch. Aber in diesen Miniräumen ist es oft halt so, dass da halt dann doch nichts ist. Willst du er sein? Ja. Geh mir diesen GP. Da habe ich auch noch nicht das gesamte Wasser erkundet. Ja. Von daher kann es gut sein, dass hier unten noch irgendwo 2 Münzen rumgurken. Die wir einfach noch nicht gesehen haben. Nicht. Das sind normale Münzen. Hier vorne ist aber auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Ist ja auch kein riesiges Gebiet hier. Das stimmt. Die Noten haben wir gerade eben schon geholt. Hier waren wir bereits drin. Ne, dann haben wir mit den Cheep-Cheeps, glaube ich, schon alles geholt. Das kann durchaus sein. Waren wir hier links? Waren wir hier links? Haben wir hier gestartet mit dem... Ne, hier waren wir zwar noch nicht, aber hier ist auch nichts. Okay. Noch so eine komische dann Stelle, wo nochmal nichts ist. Okay. Dann auch nicht. Vielleicht irgendwas oben über den Wasserbecken? Na, oben waren wir nämlich noch nicht. Ja, stimmt. Wir haben zwar drüber geredet, dass man da hoch kann, aber wir sind nicht wirklich hochgegangen. Ne. Aber ich meine, hier ist auch nichts hier vorne. Vielleicht ist hier später mal was.
Nope. Und? Nope. Okay. Aber hier ist auf jeden Fall noch eine Tür, in der wir mich drin machen. Na dann, nix wie rein da. Cappy ist einfach mal dran vorbeigerast. Ja. Ja, ach, das ja, dieser ist die ganz tolle Raum. Okay. Ich erinnere mich. Ja, dann. Auf geht's. Ich denke, mit Cappy sollte der aber einfacher sein. Weil ich dir die Dinger später geben kann. Huch. Hä? Wer hat den nicht genommen? Was hat er so gemacht? Okay. Brauchst du mir die auch gar nicht später zu geben? Sprit! Ah. Bei dem allerletzten Abschnitt ist das aber bestimmt nützlich. So. Nochmal. Das ist auch so sehr einfach, aber. Da. Du kannst auch geradeaus da vorne drüber springen, wenn du möchtest. Ich weiß, aber das ist schwieriger. Findest du? Ja. Ich fand's einfacher. Ich hing fest. Böser Abgrund. Ja. Kommt schon vom Delay. Ich will die holen. Aber du wirfst mich jedes Mal weg. Dann hänge ich immer in der Luft fest. Ja, du bist einfach weggeflogen, bevor ich dich werfen konnte. Ich wollte dich werfen, damit ich Sprünge machen kann. Aber dann warst du schon wieder weg. Es ist so nervig daran gewöhnt zu sein, alleine zu spielen. Dann ist die Kappe die ganze Zeit nicht da. Wenn ich so darauf trainiert bin, inzwischen vorm Spielen einfach die ganze Zeit die Kappe zu werfen. Dead. Again. Ich mach jetzt nichts. Ja, danke. Aber ich habe eben eigentlich nichts gemacht, dass du die beiden Mal runtergefallen bist, also das war ich nicht. Zoom. Zoom. Hüpf. Hast du denn extra Ringe? Extra Ringe für extra Ringe. Jo. Noch eine Blume. Und voll durchpowern. Da wäre ein Mond, aber den wollen wir noch nicht. Wir powern, wenn es geht, nach oben an den Berg hoch und perfekt. Ah, okay. Hat alles gereicht. Übrigens, währenddessen in Super Mario Galaxy 2. Pow, ratzfatz! Die Anhöhe hinauf. Ja. Redest du mit uns? Ja. Hallo, du, das ist bisher geschafft, hast du bist echt gut. Ich mag's, wenn NPCs mir sagen, dass ich gut bin. Ich meine, ich weiß es auch so, aber. Jetzt aber runter. Keine extra Sprünge mehr gehabt. Ratzfatz, übers eisige Wasser. Ja. Du hast mich geworfen. Okay. Dann hätten wir das auch geklärt, aber da waren keine zwei lila Münzen. Nee, in der Tat. Die fehlen uns immer noch. Garantiert an irgendeinem mega offensichtlichen Ort. Vermutlich. Vielleicht auch irgendwo am Rand der Stage eine Eiswand oder so. Ne. Oder unten irgendwo noch drin. Ja, unten haben wir eigentlich relativ gut geguckt. Ich würde einfach mal vermuten, dass sie entweder am Rand sind, ansonsten würde ich gleich scannen, wenn wir jetzt hier am Rand nichts sehen. Wir müssen sowieso noch gucken, ob wir noch irgendwelche Tipps jetzt abholen können. Ich kann dir sagen, dass mit Kunst gefunden noch ja, ein Mond ist. Der uns Captain fehlt. Ne. Da ist Captain Toad drin. Captain Toad! Da oben ist das Portal gewesen. Sehen wir von hier aus noch irgendwo Münzen? Ich nichts sehen. Juhu! Huhu, vielleicht da oben über der Anhöhe von dem See, weil ich weiß gar nicht, ob wir da waren. Ich meine, aber da war nichts. Ich wünschte, ich könnte hier rollen, aber da hier überall Abgründe sind. Ja, ist das ein bisschen also schrägen sind, kann ich halt leider nicht rollen. Da unten ist auch nichts drin. Sehen können, dass Lakitu die irgendwie fischen kann. Na, Münzen fischen tut er nicht. Na eben. Ist Mr. Bunny. Hasen haben wir geholt. Da waren wir auch drin. Nochmal hier drin, vorsichtshalber. Nicht, dass wir hier irgendwie aus Versehen an welchen vorbeigelaufen sind. Also sind auch ist mir einmal passiert, da war so eine Reihe von drei lila Münzen und ich war mir hundertprozentig sicher, ich bin durch die gesamte Reihe durchgelaufen und nachher fehlte mir eine davon einfach. Schubidiwupp. Waren nicht noch irgendwie zwei hinter der Odyssey? Ja. Yep, sehr gut. Da sind sie. Sogar. Okay, dann können wir shoppen gehen. Jo.
Dann können wir noch mit dem Papagei reden, ob wir irgendwas anderes nicht haben. Jo. Hier kann man schon mal welche vergessen. Ist nicht alles super offensichtlich. Über dem Eisbrunnen. Ja, da sorgt sich wirklich dafür, dass man schneller runterkommt, wenn man die Sternwasserkacke einsetzt. Also, ja. Weil traurig. Die Überblendungen gefixt sind. Schnurrbartmann, du bist zurück! Yay! Ich bin der Schnurrbartmann scheinbar. Ja, nix wie rein da. Ich meine, als der mich das erste Mal gesehen hat, bin ich in Unterhosen da runtergesprungen. Ich hätte ihn wahrscheinlich eher als der Unterhosenmann in Erinnerung als der Schnurrbartmann, aber. Kommt mein bärtiger Freund. Ja, jetzt können wir die Schlotroschkas. Dadam. Wattenwitz. Ja. Ja, okay, schönen Dank. Ja. Ab zur Odyssey damit. Und wir haben bald wieder. So, dann gucken wir mal bei dem Papageien. Ja, der ist ja hier unten drin. Ja. Sinnvollerweise. Ist ja direkt um die Ecke. Ist ja auch kalt. Bestimmt. Hüpf. Krack, ja, ja. Ah, was hast du denn? Ah, ich weiß. Ha, ha. Ich kann's dir nicht verraten. Ja, du Polarankons, wissen wir schon. Nochmal. Nice. Stuck. Komm, Papagei, rede mit uns. Wonach suchst du denn? Na, okay, das noch ist das Einzige, was uns fehlt. Okay. Sehr gut, dann sind wir fertig. Jo, dann kommen wir zurück zu Odyssey. Cool. Hui. Da haben wir schön durch die Decke geflogen. Wir haben trotzdem schon lange keinen Amiibo mehr eingescannt. Ich würde zu gerne mal einen unserer verbleibenden Amiibos mal einscannen, damit wir auch mal wieder was Neues kriegen. Ein Spieler. Dann würde ich sagen, holen wir uns bla 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 Kontaktpunkt. Holen wir uns ein neues Outfit. Kaching. Mal sehen, dieses Amiibo ist, genau, das ist Dr. Mario. Oh mein Gott, er ist nicht als Mario gespeichert. Bla 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 bla. Hey, halt Jungchen, Standard-Text-Charakter und so. Deswegen muss sein eigener Amiibo sein, einen eigenen Namen haben. Dr. Mario, so weiß wie der Schnee. Ja. Das sieht richtig schick an dir aus und komm ruhig mal wieder vorbei, ja? Ja, irgendwann mal. Wenn wir noch, jetzt ist ihm wieder kalt. Wenn wir nochmal Tipps brauchen oder Amiibos. Zwei Spieler. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, nur noch einen Amiibo. Zumindest nur noch einen Amiibo, der uns was Neues gibt. Ja. Das heißt, bald müssen wir keinen mehr einscannen. Yay! Zumindest nicht sinnlos. Nur noch 10 für die Odyssey. Nur 10? Wie schaffen wir es, nur 10 Stück einzubringen? Ja. So eben. Es waren so eben 10, glaube ich. Müsste knapp gereicht haben. Puff. Punk. 342. So eben gereicht. Lost Odyssey ist leistungsfähiger. Glimm. Sehr schön, ich kann weitergehen. Weil ist die nächste Welt. Jetzt haben wir Island hinter uns, können wir jetzt wieder was Sonniges ohne nervige Physik kriegen. Bitte. Ach, ins Schlemmerland. Bowser kann nicht ewig von uns weg davonlaufen. Das Schlemmerland. Augenkrebs, juhu, ja. Das haben wir auch schon mal gesehen. Erstmal geht's zurück ins verlorene Land, denn wir haben eine gewisse Kunst erhalten. Ja, die wollen wir auch direkt benutzen. Ja, touren wir. Zur Hochzeit wird es also auch eine Torte Zuckergusstorte geben, aber nicht, wenn wir die Bande vorher abservieren. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, bla bla bla, Seekarte, bla bla bla. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Nein, wird es nicht. Ich kann es gar nicht erwarten, bis diese Sequenzen nicht mehr kommen. Ja, ne? Aber dafür müssen wir noch ein bisschen spielen. Ja. So, Dr. Mario ist auf Island Toxico, um alle Gifte zu heilen. Ja. Wuhu, wuhey. Ja, dann rollen wir los. Er hat keinen Hinweis mehr für uns. Ja, wir haben einen Hinweis aus einem anderen Land mitgebracht, den wir hier einsetzen müssen. Ja. Der ist Staruppi. Nice. Okay. Ich wollte das auf die 3555 bringen, das ist viel schöner. Dr. Mario ist in Island Toxico angekommen, um alle Krankheiten zu heilen. Dann rollen wir mal los. Denn beim letzten Mal haben wir gesehen, dass Struppi hier vorne einen Hinweis gegeben hat. Der hat hier irgendwas für uns vergraben, was wir jetzt holen können. Nochmal, was ich mir Geld rein muss, ich frage, wo die herkommen. Weird. Stampf. Ein roter Mond. Mit Polarland-Kunst gefunden. Yay. Nice. So, und dann nix mehr raus hier. Hui. Tschüss. Schön durch die Wand. Ich wollte gerade sagen, wir haben voll durch die Wand durch. Mitten durch die Felswand. Wir ignorieren wieder alle Physik. So. Mario, Spiel und Physik. Jetzt aber raus hier. Auf in ein anderes Land. Ja. Ja dann, auf zum Schlammerland. Ah, ich will es nicht anschauen, es ist so hell. Es
so grell Pastellfarben. Das ist schrecklich. Ja. Aber okay, dann müssen wir uns jetzt eine Weile mit abfinden. Schuh, schuh. Schlemmerland, ho! Schlemmerdämmerland. Fangen wir an zu fressen. Nom, 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 nom. Mit 342 Monden sollten wir ja so eben da ankommen können. Ja. Ducker, ducker. So eben. Ich weiß nicht, wieso wir damit noch nicht an unser Ziel fliegen können, aber okay. Ich meine. Wenn wir gerade ein bisschen Zeit haben, können bla, wir. Bla bla bla, bla, bla schnelle Schwimmen, bla 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 bla. Wir sind auf dem Weg ins Schlemmerland. Ach was. Hier steht, dass dieses Land bekannt für seinen auf einem Vulkan zubereiteten Topf Schlemmer-Eintopf ist. Echt feurig. Yam yam. Aha. Wir gehen einfach mal davon aus, dass Bowser da ist. Ja. Scheinbar. Aber das Schlemmerland sah doch eigentlich eher nach Süßigkeiten und sowas aus, als was wir das letzte Mal gesehen haben. Die Schmausspitze! Aber offensichtlich sind sie eher für scharfe Speisen bekannt. Okay, dann schauen wir mal. Die Broodles als Vorkoster. Da sind sie, wieder auf halbem Wege. Scheint wieder eine größere Welt zu werden. Ich finde es schön, dass das eine Doppelbedeutung hat, das Vorkoster. Sind zum einen sind sie die Vorkost dafür auf den richtigen Bossen, zum anderen sind sie Vorkoster dafür, um das Essen vorzukosten. Ach, guck mal. Zucker, wie süß. Ich muss ja so Salz sein. Psst. Jetzt hast du meinen Witz kaputt gemacht, Manu. Okay, es sind Salzberge, wir spielen Meat Boy. Unauffällige lila Münzen. Vielleicht sollte Cappy mal versuchen, darüber zu kommen. Leider sind sie nicht auf unserer Höhe. Aha, aber ich kann draufspringen, sehr gut. Ist noch so eben auf meiner Höhe gewesen, dass es funktioniert. Bump. Eine Münze. Bump. Und noch eine Münze. Und gib mir mal mit diesem Goomba. Gut. Dankeschön. Wenn du dieser Goomba bist, kannst du aber diesen Stampfer da vorne nicht durchführen. Schluchz, schluchz. Doppel-Goomba. Quad-Goomba. Springen wir los. Den Tomaten, die ich jetzt leider nicht verteidigen kann, weil wir zu groß sind. Aber mit diesem Quad-Goomba können wir mit diesem Maiskolben, der aus irgendeinem Grund nicht zu Popcorn poppt, das war knapp, rüber zu der Goomba-Dame. Die du jetzt verscheucht hast. Verjagt. Ja. Ich glaube, du musst erstmal ein Stück weggehen, sonst noch den Fall. Hallo. Heute noch. Dankeschön. Dass ich nicht gewundert hat, warum aus dieser roten Mütze das Stethoskop geworden ist. Es sind. Romanze inmitten der Lava. Sie ist auf jeden Fall sehr überrascht gewesen. Das ist ein türkisender Monde dieses Mal. Sah gut aus, war ein guter Screenshot. Ja, das heißt, jetzt können wir. Also entweder machen wir erst die Story, weil es dann einfach ist, sich hier zu bewegen, oder wir machen jetzt eben den ganzen Kram hier vorne. Mir ist egal. Was machst du da? Spiel Fang mit der Tomate. Sie versucht mich zu kriegen, aber sie kriegt mich nicht. Du kriegst die Tomate, wenn du so weitermachst. Gott. Pudebrew? Gib mir den Hothead. Pudebrew, komm raus. Ich wollte der Pudebrew sein. Jetzt bin ich der Pudebrew. Yay, Hothead! Woo! Wuhu. Nein. Ich will ein Hothead sein. Das bin ich jetzt auch. Ja. Das wäre wunderbar. Da wir ein Hothead sind, können wir jetzt in die hotte Lava, die die Tomaten hinterlassen, wenn wir sie zerstören, springen, was total Sinn macht. Ja. Sie hinterlassen ein Loch im Boden. Ja, hier vorne ist nichts, aber hier vorne ist irgendwo, genau, eine Einkerbung in der Wand. Total unauffällig und so. Ja. Mit einem Stern! Peng! Hinter den Sonnenschatten verborgen. Ein Mond für dich. Ja. Ich brauche einen neuen Pudelbu. Ja, hast du verpasst. Die sind immer so komischen Höhen. Ja, Zeit für den Turbo. Wenn man ganz viel Spaß hat, kann man die ganze Zeit den Pad wackeln, damit er springt. Ja. Hey, hier scheint ein Weg entlang zu führen. Nein! Wirklich? Gerade wenn man findet, ne? Ja. Sagt er uns, hier ist ein Weg. So, und dann haben wir hier vorne nämlich noch mehr Pudelboos und diese lustigen Blöcke. Buja. Schwupp. Ja. Pudelboo. Und hiermit sollte man eigentlich hier in die lila Münzen holen, aber die habe ich ja schon geholt. Ja. Außerdem sterben Pudelboos einfach, wenn sie auf Land landen. Auf Land weil landen. Es sind halt Feuergeister. So ist das. Das Leben als Feuergeist ist hart und ungerecht. Das Schade. War ein Stück zu spät. Ich dachte, du gehst an ihm vorbei. Ich wusste nicht, dass du in den reinläufst. Ich wollte auf ihn draufspringen und dann, ja. Der kommt jetzt hier hin drauf. Pudu? Pudu, 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 pudu. Yay! So. Hotels sind schön. Ja. Sind cool. Außerdem haben wir hier Hausdächer, die wir besuchen können, wo wir wollen. Ja.
Und wir müssen über die ewige Salzlandschaft, über Meat Boys Lieblingsteig. Ja, und wenn wir uns genau umgucken, dann sehen wir nichts. Nichts. Aber da sehen wir einen Mond. Ja. Auf den wollte ich hinaus. Zock! Ich hab einfach in eine Richtung gedreht, mit der du nicht gerechnet hast. Frech von mir. Ja, dafür lasse ich dich jetzt hüpfen. Und bringe uns damit elendig in der Lava um. Außerdem ist da unten ein Stack von 3 lila Münzen. Ja, sehr unauffällig. Am Rande einer Salzsammlung. Ich bin überrascht, dass du nicht in den Abgrund gelaufen bist, als ich unerwartet die Kamera da runtergedreht habe. Ja, ich war von mir selber auch beeindruckt. Ja, leider können wir da noch nicht runter. Hier sind keine Hotheads, die uns da direkt hin verbinden. Wir können da runter, aber... Ja. Einmal. Und wir kommen nicht wieder zurück. In der Tat. Bihi. So, und auf der anderen Seite können wir theoretisch auch entlang, wenn wir wollen. Ja. Theoretisch, wenn man die Story durchmacht, gibt es deutlich leichtere Verbindungen nachher, sodass man das nicht direkt am Anfang machen muss, aber... Es ist auch jetzt schon ein Tic-Tac-Turnier hier vorne. Und dann können wir das. Du hast einfach gespoilt, dass es ein Tic-Tac-Turnier ist. Ja, es ist ja sonst nie eins. Es ist allerdings ein Walljump-Tic-Tac-Turnier und das sind irgendwie immer die allereinfachsten. Aus irgendeinem Grund dachten die Entwickler scheinbar, Walljump ist eine schwere Mechanik. Ja. Na gut, für Leute, die nicht mit Mario spielen vertraut sind, ist es vielleicht eine schwere Mechanik. Ich hatte kaum noch Zeit über. Ja. Es hätte ja sein können, dass du dich ein, zwei Mal verjumpst. Ja. Nee, das ist ja auch okay, dass es ein bisschen mehr Zeit geben soll. Auch für jüngere Spieler spielbar sein, das Spiel. Nicht zu 100% spielen. Wir waren ja nicht hier unten links mit dem Puderboo. Waren da unten nicht noch lila Münzen? Wir kommen hier vor allem noch nicht hin mit dem Puderboo. Ach stimmt, davon war gar keine Verbindung. Nee. Na gut, dann nicht. Aber hier haben wir bereits die Brottals. Ja. Wer guck mal, einer von denen ist schon mal wirklich einfach tot. Ich würde sagen, wir haben ihn umgebracht. Ah, jetzt muss der Fette dran. Schon mal gehen sie in Rückwärtsreihenfolge wieder an uns ran. Wir haben echt tonnenweise Topfschlemmer-Eintopf für das Hochzeitessen des Chefs mitgehen lassen. Ich werde mir auch noch einen Nachschlag für den Weg mitnehmen, aber erst, wenn ich mit dir fertig bin. Na gut, dann haben wir wohl den Bosskampf gegen ihn nochmal. Buh! Oder was sollte das jetzt heißen? Ja. So, wenn du willst, kannst du auf seinen Kopf springen. Bonk! Hochkompliziert. Ja. Und jetzt muss ich ihn irgendwie abwehren. Er darf nicht in diese Richtung geflogen kommen. Macht er einen Schleim woanders. Während das kann ich Jellybeans durch die Gegend schießen, ja, scheinbar. Mach du Jellybeans, ich mach so lange Schleim weg und halte dich nur vorne in der Ecke. So. So, weg mit dem Mut. Und weg mit Le Goop. Entgoopt. Bonk, Nummer 2. Ja, auch das mit Cappy, sehr schwer. Das ist nur leicht und... Hey, ich hab dich abgewehrt, Dude. Wo war das hin? Das war's schon? Okay. War eine billige Phase heute. Ja. Dem ist der Goop ausgegangen. Goop. Ah, da war noch ein minimaler Rest-Goop. Ja. Und tot. Oh, bonk. He dead. Da ist er explodiert. Zum zweiten Mal. Kann man zweimal explodieren? Scheinbar schon. Nein, kann man nicht. Es gibt auch keine Zombie-Hasen. Wahoo! Die Brutals als Vorkoster. Das war es aber auch sehr schwer. Ja, die waren noch extrem weit weg vom Start. Ja, sehr herausfordernd. Ja. Und überhaupt. Dafür kriegen wir eine diese bunte Brücke. Unter den Käsefelsen. Klingt lecker. Ja. Ich will aber keinen Steinkäse. Die besten Brüder. Ich war mega verwirrt, als ich das erste Mal benutzt habe. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, jetzt wo die Brudels verjagt sind. Mario ist schon wieder warm, wir sollten ihm vielleicht wieder eine Badehose anziehen. Vielleicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn Mario in der Lava-Welt schwitzt. Ja. Bis dahin. See ya. Aloha.